Jo, willkommen zur nächsten Folge Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und ich bin schon ewig lang in diesem Vulkan hier. Ja, komm. Der muss doch mal langsam wiederkommen hier. Der Dude. Ah, da ist er ja. Hallo, mein Freund. Nee. Oh, komm. Ach, komm. Ach, egal. Springen wir jetzt an. Ja, nee. Und wenn ich sterben will, dann passiert nichts, oder was? Wie viele Lebenspunkte zieht mir das überhaupt ab? Gar nichts. Jetzt davon. Okay, das hat mir aber Lebenspunkte abgezogen. Das ist nicht zu knapp. Das macht gar nicht alle meine Lebenspunkte wieder voll. Wie frech. Okay. Nee. Bomben. Das ist schlecht, weil ich glaube, ich habe gar keine Bomben mehr, oder? Das ist richtig schlecht. Ach komm, ehrlich. Sehr geil. Ich hoffe, dass das Ding jetzt hier gleich wieder auftaucht. Sonst bin ich hier mega gelackmeiert. Bumm. Knapp. Kann ich hier irgendwie Feuer gegen Bomben eintauschen? Jetzt funktioniert nicht. Boah, ein Glück, er kommt wieder. Schwein gehabt. Da unten. Ich weiß nicht, ob wir da unten irgendwas haben. Ah, einen anderen Kopf. Wie weit sind wir noch? Wow, wir haben erst die Hälfte. The fuck. Mit deinem Geld. Oh. Wie gemein! Aber okay, ich ziehe zumindest keine Lebenspunkte ab, das ist gut. Aber wie sollte ich denn damit rechnen, bitte? Aber das muss hier schon echt hart getimed sein an der Stelle. Das ist schon echt bitter. Wow. Vorsicht. Gotcha. Ist hier unten noch irgendwas? Gehen wir lieber hier erstmal durch.
Hier ist der zweite Gong. Ich drücke erstmal den Gong. Bong. Wunderbar. Stellt mich die Frage, ob hier nicht noch irgendwas hier unten ist. Okay, nein. Hier ist nichts. Aber noch gut gerettet, wa? Achso, ja klar. Natürlich sind wir da oben rausgekommen. Wo kommen wir da oben raus? Aber ich würde ganz gerne doch noch einmal losziehen. Mir nochmal einen Trank holen. Ach komm. Und meine Magie auffüllen. Wenn wir schon in Eria vor nach Eria können. Weep. So. Das einmal. Njong. Okay, hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Das heißt, da lang. Da ist der Magier-Typi. So. Einmal kurz alles auffüllen. So, was damit? Die Schüler sind speziell Zaubersubstanz. Unwiderstehlich ein Duft und ist für Beutemeister absolut unerlässlich. Ich weiß aber nicht, wofür diese Regenbogentropfen genau da sein sollen. Egal. So, wir brauchen uns zum Glück hier nicht heilen. Denn... wir können jetzt zum Vulkan. Und da hat sich ja hier unten... ist noch mehr abgekraxelt. Das heißt, wir düsen hier einmal kurz abwärts. Lappadappada. Eigentlich wollte ich die noch besiegen, aber okay. Reden wir mal mit dem Professor. Endlich liegt das ganze Bild vor uns. Laut den letzten Ritzzeichnungen hat ein mächtiger Drache den Stamm den Untergang gebracht. Er wurde von ihm gestört und brannte aus Rache das Dorf nieder. Wie furchtbar. Aber wenn sie alle gestorben sind, wer hat dann die Geschichte an die Wand geritzt? Das ist eine gute Frage, Junge. Egal, wer sie hinterlassen hat, ich glaube, die Ritzzeichnungen sollen uns auf eine Spur führen. Könnte es Absicht gewesen sein, dass der Boden unter der Wand jetzt so geschwächt ist, dass man ihn durchdringen kann? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Sei vorsichtig, niemand weiß, welche Gefahren dort unten lauern. Let's do it. Okay. Hoppla. Okay. Nani. Das ist aber süß. Also Schaden kommt da nicht rum. Aber ich mache auch keinen Schaden. Vielleicht diese Dinger zurückwerfen müssen? Nee, irgendwie passiert dabei nichts. Aber ich mache auch irgendwie keinen Schaden an ihm. Oh, das war der Trick. Einfach mal... mit dem... einfach mal ins Gesicht klatschen, das Ding. Oh. Aha. Das ist ja fies.
Jetzt weiß ich, dass man einen Kinnhaken geben kann. Bumm. Uff. Und sobald es rot ist, weg da. Hallo. Macht das überhaupt was? Nö, das macht mir gar nichts. Das ist ja lustig. Und bomb. Ah, ich muss schon darauf achten, dass er an die richtigen Position steht. So, und Kinnhaken. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen das gleiche Problem wie bei Legend of Zelda. Die Dungeons werden größer, aber die Bossfights immer einfacher. Finde ich ein bisschen schade. Na komm, was machst du denn jetzt? Okay, jetzt macht er hier ganz schön langen Schaden. Ach, links und rechts sind auch noch solche Dornen. Na komm, weg mit dir. Boom. Next round. Ne Schnaufe. Schon niedlich. Oh. Das Ding könnte ich gebrauchen jetzt bei der nächsten Runde. Darum warten wir es mal ab. Das hat nicht funktioniert. Bam! Alles meins, alles meins, alles meins, 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 mein Geld. Der vierte... Die vierte Kugel. Du hast den Drachen besiegt. Nicht schlecht, Junge. Während du gegen diese Kreatur gekämpft hast, stieß ich auf einen geheimen Raum in einem mit einem seltsamen Artefakt darin. Ich habe beschlossen, dass du es behalten sollst. Ich akzeptiere kein Nein. Was ist das? Drachentalisman erweckt die wahren Kräfte eines Drachen. Du kannst fliegen, ohne dich ausruhen zu müssen, und erhältst einen vernichtenden Flammenangriff. Vielleicht wird deine neue Gestalt dadurch noch stärker. Probiere es aus. Konzentriere deine Kräfte, um die mythische Bestie in dir zu entfesseln. Das klingt ja mal interessant. Lol. Wow, das ist mal ein feuriger Atem. Hä? Was war das denn gerade? Oh je, der Vulkan erwacht. Gleich explodiert er. Nein. Ich hatte doch noch... Oh, krass. Das ist ja mal witzig. Also mit so einer Partie habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, aber voll geil. Ein bisschen Galaga-mäßig.
Oh, also wenn ich Drachen spucke, Feuer spucke, ist das auf jeden Fall einiges kräftiger, als wenn ich hier, als wenn ich die ganze Zeit Blitz feuere. Okay, jetzt nehmen sie das Spiel tatsächlich sogar noch auf die Schippe. Mit diesen, diese Side-Scrolling-Dinger. Piu, 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 yeah! Piu, 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 piu. Oh, fuck. Okay. Wir wissen jetzt, Wände sind gefährlich. Life Points restored, oder fast zumindest. Oh, jetzt fangen wir auch noch an anzugreifen, die Drecksviecher. So, das war ja wunderbar. Geiles Level. Gefällt mir sehr. Ich wollte selber mal solche Spiele programmieren, oder so ein Spiel vor allem. What the fuck? Drachen kommt wieder. Macht denn immer noch Schaden? Ne, lächerlich. War das geil. So, haben wir ein bisschen hin und her gezogen. Oh, und unter Wasser fliegen. Sehr gut. Würde man hier nochmal gegen alle Gegner antreten müssen, gegen die man schon mal gekämpft hätte oder hatte. Voll geil. Oh. Maskenkarpfen. Das ist ja echt zu herrlich. Wer hätte gedacht, dass ich mal Spaß an solchen Spielen... Au, das hat ja richtig weh getan. An solchen Spielen habe. Wow, okay. Aber der kriegt hier echt schon mies alles. Und schnell runter. Was? Wie sollten das gehen? Und schnell da lang. Gut. Nach oben. Das ist echt zu geil. Also, es ist schon hart knifflig. Also, die Projektile sind gar nicht so das Schlimme. Am schlimmsten ist tatsächlich dieser Laser. Genau der. Ah, ich glaube, ich war einfach vorhin nicht schnell genug
in Deckung. So, dich habe ich jetzt. Safe! Nein, da liegt noch eine Münze. Jetzt können wir Drachenbrüder sein. Genau, wir nennen uns Double Dragons oder so. Ist das cool. Fliegen wird sich bestimmt noch als praktisch erweisen. Mal sehen, was du drauf hast. Wetten, dass du nicht so hoch fliegen kannst wie ich? So, ah, so geht es. Wow, nicht schlecht, Bruder. Ey. Ey, pass auf, wo du hingehst. Tut mir leid, Kleiner, du bist für dieses Ding noch nicht bereit. Irgendwann wirst du das verstehen. Glaub mir. Hey, das gehört mir. Ich krieg ihn. Ach, tut mir leid, Jen. Ich hab's versucht, aber er ist viel schneller, als er aussieht. Komisch, aber ohne den Drachentalisman fühle ich mich irgendwie schwächer. Mann, was für ein Mistkerl. Ich find's auch blöd, aber du solltest jetzt auf deine Hauptaufgabe konzentrieren. Steig nochmal den Turm hinauf und sprich mit Eulius. Angeblich weiß er viel und hat ein riesen Teleskop. Gute Idee. Ich muss mich auf die Suche nach den Kugeln konzentrieren, ob ich den Turm auch ohne Talisman hinaufkomme. Aber klar, glaub mir, das ist nicht so, wie er aussieht. Okay, ich versuche Meister Eulius zu finden. Bis dann, Bruder. Geil. Ich kann jetzt fliegen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich bin jetzt hier. Tatsächlich waren wir hier schon mal. Irgendwo hatten wir doch noch irgendwas, was wir noch nicht holen konnten. Ach, egal. Rüber da. Hoch da. Oh. Mist. Verdammt. Okay. Wir müssen irgendwo hier so einen kleinen Zwischenstopp einlegen können. Ich bin der Meinung... Hier? Nee. Dann machen wir das doch da oben. Puh, knapp. Jetzt bin ich gespannt, was ich hier brauche. Feuer. Na dann. Ah ne, Bomben brauche ich hier. 19. Frage ich mich, ob ich das einfach so öffnen kann. Oh, okay, man sollte tatsächlich auch darauf achten. Man diese Geschichte hier vernünftig aufnimmt. Ja, okay, das klappt. Ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt bekommen. Ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und was haben wir hier drunten? Keine Ahnung. Check ich nicht. Ist mir aber auch egal. Ich möchte jetzt zu gerne erstmal wissen, was in dieser Kiste drin ist. Hui! Abwärts. Einmal müssen wir noch. Yeah.
Hoppla. Das kostet uns tatsächlich Lebenspunkte, darunter zu fallen. Wie frech, wir sind in einem Dorf. Und hopp. Drei, vier, fünf. Und was haben wir? Noch ein Herzteil. Perfekt. Na, das hat mir doch sehr gefallen. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Fahrstuhlmusik, sehr herrlich. Oh nein. Die Fahrstuhlmusik ist die Musik aus Wonder Boy. Für den. Also entweder als Arcade-Game, glaube ich, gab es das. Oder für den Sega. Boah, das ärgert mich jetzt. Und das ging die ganze Zeit so. Entschuldigen Sie, Meister Eulius, stimmt etwas nicht? Hä? Wie kannst du mich mit meinem alten, weisen Meister verwechseln? Tut mir leid. Ist Meister Eulius etwas passiert? Bist du deswegen traurig? Tatsächlich. Ist das der Grund? Mystikatze und seine Soldaten haben meinen armen Meister gefangen genommen und ins Gefängnis gebracht. Wie furchtbar, warum denn das? Weil er sein Wissen über die heiligen Kugeln nicht mit ihm teilen wollte. Was? Ich dachte, dass Mystikatze diese Kugeln nutzen wollte, um uns allen zu helfen. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich mache mir einfach Sorgen um meinen Meister. Kannst du ihm nicht helfen? Vielleicht kann ich Mystikatze überreden, ihn freizulassen. Danke. Interessant. Very interesting. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier kommen wir noch nicht rein anscheinend. Was haben wir denn hier? Was können wir denn hier gucken? Oh, sieht echt schön aus. Ein Sternhimmel. Oh. Ui. Das ist der große Ritter. Der alte. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Aber vielleicht hat das was zu bedeuten. Wir werden das erleben, glaube ich. Tatsächlich finde ich diese Anspielung mega gut. Gucken wir doch mal hier nochmal rein. Das sieht mir irgendwie unheimlich aus. Schätze zeigen. Beschreibung. Jeder Regenbogentropfen deckt eine unbekannte Schatzkiste auf. Okay. Das ist mal interessant. So. Aber lasst uns doch mal. Was zum? Irgendwie bewegt sich das Ding hier von alleine. Seltsam. Aber hier passiert nichts. Hier ist alles okay, so wie sonst auch. So, ich würde ganz gerne jetzt mal wissen, was hier drüben ist. Ich meine, da war doch mal... Achso, nee, das war nur der Weg nach oben. Aber jetzt haben wir hier noch mehr. Haha. Wir haben mehrere Möglichkeiten, jetzt hier rumzugeistern. Wupp. Yay! Super! Gucken wir uns das Dorf doch mal im Detail an, würde ich sagen. Okay, hier ist nichts. Hier war ein Schalter. Das heißt, hier gibt es noch mehr Schalter. Okay, wir müssen mal ein bisschen Augen offen halten. Nach Schaltern. Wer weiß, was die uns nämlich bringen.
Windmühle. I. Nee, mit dem will ich nicht sprechen. Haben wir hier noch irgendwo was? Hier in diese Richtung. Oh, na guck mal einer. Schau. Oh, geil. Das Geile ist, wir können ja direkt Feuer spucken. Das heißt, wir brauchen hier an dieser Stelle gar kein Feuergedöns mehr. Und wir haben hier drin noch ein Herz. Haha, Geilomatico. Boah, jetzt kommen hier die ganzen Bonis. So, haben wir hier irgendwo eine versteckte... Hä? Hat es jetzt irgendwas getan? Ich bin gerade nicht so sicher. Oh, Tatsache, da ist einer. Moment. Ah, diese Lampe ist dabei angegangen. Ich glaube, wir müssen uns hier nach den Lampen orientieren. Überall, wo so eine Lampe ist, wird dann vermutlich auch so ein Schalter sein. Hier ist eine Lampe. Aber das ist einfach nur eine normale Lampe. Hier muss irgendwo noch einer sein. Ich sehe ihn. Da oben. Ha. Hier ist noch eine Lampe. Mal gucken. Hier ist noch eine Lampe. Ich weiß nicht, ob die hier zählt, die direkt im Vordergrund ist. Bin mir hier gerade nicht so ganz sicher. Und irgendwie möchte ich dem Wiskatz-Mausi-Katze-Ding nicht unbedingt über den Weg laufen. Ist auch eine Lampe im Vordergrund. Aber ich glaube, es sind hauptsächlich die Lampen im Hintergrund. Hier ist eine Lampe. Oh, lol. Hähnchen getötet und dabei... Und damit noch mies diese, einen Notenroller abgegriffen. So. Hier waren schon zwei. Genau, weil hier war dieser... Irgendwo muss hier noch ein bisschen was sein. Hm. Vielleicht bin ich auch blind. Ich will nicht zu nah an die hier rankommen. Seht ihr noch irgendwo eine... Irgendwo ein Schalter? Irgendwo muss noch ein versteckter Schalter sein. Mindestens einer. Aber hier ist noch eine Lampe. Ja komm, geben wir mal eben kurz nochmal ein paar Notenrollen an. Oh, das bedeutet, das Lied vom Gemüt des Helden vollständig ist. Sehr schön. Oh. Dafür habe ich Geld bekommen. Super, ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. 9 Notenblätter fehlen noch. Bitte such sie weiter. Ich zähle. Mal sehen, was du bisher alles gefunden hast. Cool. Man muss so ein bisschen links und rechts gucken.
weil die sind gar nicht so offensichtlich geschaltet, die Dinge. Ja, den hatten wir hier ja schon. Ich suche gerade echt nur diese Schalter. So. Genau. Der war für den hier. Die ist schon an. Okay. Also hier ist noch eine Lampe. Die ist aus. Ich würde zu gerne wissen, wo hier noch dieser Ding ist. Hier ist auch noch eine ausgeschaltete Lampe. Und ich glaube, hier drüben war auch noch eine, die noch nicht an war. Alles kaputt schießen, was geht. Okay, kein Plan, kein Dunst. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Bis gleich.